Guten Morgen und einen schönen Start in die neue Handelswoche. Heute sind wir sogar ein paar Sekunden zu früh dran gewesen. Ähm, ja, Mensch, das passiert. Ich habe vor lauter Hektik gar nicht auf die Uhr mehr geguckt. Ich hatte nämlich gerade ein Geisterbild hier im Bildschirm, grünes Hemd. Macht sich äußerst schlecht hier vor der Kamera, wenn nur der Kopf rausschaut. Deswegen, ähm, ja, passt das Ganze jetzt, glaube ich, ein bisschen besser. Sogar zum Hintergrund, wie ich heute sehe, dem DAX. Dem schauen wir heute mal näher über die Schultern. Wir sehen es. Der Bär, der brüllt sehr, 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 sehr laut. Thema Lockdown ist an den Märkten wieder heftigs angekommen. Wir stehen in der Überschrift: droht dem DAX der zweite Lockdown-Kollaps. Wir wissen es jetzt: ab übermorgen, ab 16., wieder landesweiter Lockdown. Die Innenstädte sind dann quasi zu. Ich persönlich glaube, es wird ziemlich heftig werden, aber wahrscheinlich ähm, klassische Annahme, nicht ganz so brutal wie beim letzten Mal. Äh, warum, woran liegt das Ganze? Ähm, möglicherweise oder wir haben mittlerweile eine relativ gute Chance, dass das ganze Thema auch globale Lieferketten und, und, und nicht mehr ganz so extrem gestört wird, wie das Ganze äh, noch beim ersten Fall gewesen ist. Das heißt an dieser Stelle, natürlich sind es massive Einschränkungen, die wir hier bekommen, äh, aber mit ein bisschen Glück ähm, trifft es äh, die Industrie nicht ganz so extrem hart. Natürlich spielen da sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Wir haben ja auch das produzierende Gewerbe, äh, was für den Handel produziert. Und, 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 natürlich, das ist alles da... Ähm, es ist halt ein Prozess, der wächst. Der Lockdown ist jetzt da. Thema DAX. Wir wissen es ja auch da, dass sich die Märkte von, den, ja, von der Realwirtschaft auch abgekoppelt hatten. Jetzt gibt es hier den Dämpfer. Wir schauen jetzt einfach mal auf die Charttechnik, was hier entsprechend gesehen werden kann, wo wir hinschauen können. Das Ganze im DAX. Wir schauen heute auch auf den NASDAQ und bei den Währungen auf das Währungspaar. Neuseeland-Dollar, US-Dollar und selbstverständlich natürlich auch die Zeit für die ein oder andere Frage. Das heißt, einfach bitte die Infos rein auf Facebook oder auch den Chat in Zoom und dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne auch um Ihre Wunschmärkte. Zunächst, bevor wir hier reingehen, der Blick in den, in den Risikohinweis. Ich bitte hier in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit kommt der Blick auf die Nachrichten und jetzt bitte anschnallen, festhalten, zack, nix, <laughs> es geht auf Weihnachten zu, Leute, es wird ruhiger an den Märkten, es wird auch ein bisschen ruhiger auf der Nachrichtenseite, wir sehen es hier für heute, gibt es keine wirklichen Nachrichten, die wir planen können, aber Thema Nachrichten. Auch da äh, gibt es Informationen vom Markt aus der Europäischen Union sozusagen. Das Thema Brexit ist ja ebenfalls etwas, was die Märkte belastet. Und ähm, es war ja eigentlich angesetzt, hier zum Thema Brexit-Deal bis Sonntagabend sozusagen hier was Finales auf die Beine zu stellen. Was ist jetzt gekommen? Eine erneute Verlängerung. Das könnte. Uh, ja natürlich die märkte etwas beruhigen uh, wobei man auch sagen muss dieses hin und her uh, die politik die hier an dieser stelle gespielt wird es ist einfach sagenhaft unglaublich erst sagt boris johnson Sonntagsschluss ende da ist da diskutieren wir nicht mehr weiter Jetzt gibt es eine Verlängerung. Also wir sehen an dieser Stelle viel politisches Geplänkel. Wie beide Seiten, denke ich mal, wissen ganz genau, wie wichtig ein Deal ist. Ja, wir haben am Wochenende auch gesehen, oder man konnte es sehen, welche Auswirkungen das haben kann. Gigantische Warteschlangen vor dem Hafen in Großbritannien, wo dann verschifft wird. Das zieht natürlich alles extremst in die Länge. Das wird massive wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und ich denke, das wissen beide Seiten ganz genau, was da auf sie zukommt. Und ja, wir werden sehen, ob es tatsächlich dann hier ein Ende mit Schrecken gibt oder ob man sich auf einen Brexit-Deal dann noch irgendwie einigen kann, dass man das Ganze hier zusammenbringt. Die Zeit wird zeigen. Auf alle Fälle stehen die Zeichen jetzt zunächst erstmal auf Verlängerung. Man wird sehen, wann da die nächsten Nachrichten kommen. Aber da kann auch immer mal irgendwas kommen, was die Märkte bewegt. Und da müssen wir natürlich dann auch immer wieder mal aufs britische Fund schauen. Das hatten wir ja letzte Woche, was da passiert. Ich halte hier natürlich immer auch ein Auge auf den Markt. Und wenn es was Interessantes gibt, geht das Ganze auch mit rein. So, gut, super. Das heißt, an dieser Stelle gehen wir jetzt in die Charts rein. Ich schaue gerade noch mal in die Chats. Zoom, noch gar keine Rückmeldung. Ich hoffe, da passt alles. Ähm, guten Morgen auch an die Leute in Zoom. Noch mal, wer mag, kleine Info, dass ich zumindest weiß, dass hier das Bild ordentlich mit durchkommt. Und der Ton hier auf Facebook, jawohl, auch. Schönen guten Morgen, auch Grüße nach Köln. Ja? Super, klasse, wieder zurück, Christian das freut mich sehr. Stammzuschauer immer wieder gerne gesehen hier an dieser Stelle. Wir gehen jetzt rein in die Charts und wir starten mal, bevor wir auf die Indizes gehen, starten wir jetzt mal kurz durch mit den Währungspaaren. Heißt der Blick hier und jetzt auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Hier haben wir ihn. Erst einmal der Blick in den Wochenchart und da sehen wir wirklich etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt, denn wir schaut mal hier, wir sind oben drüber gelaufen, wartet mal, ihr könnt es so groß gar nicht sehen, moment kommt sofort, ich mache das Bild wieder groß, zack, so, jetzt ist mein Gesicht weg, aber der Chart ist groß da, also hier an dieser Stelle eine sehr, sehr schöne Situation, die wir hier haben, denn wir sind hier über die 069 mit Dynamik drüber gelaufen, haben dann ein bisschen gekämpft hier mit diesem ehemaligen Verkaufslevel hier drüben um die Marke von ähm, 070 60 und da sind wir letzte Woche drüber gelaufen und es sieht so aus, als wenn wir hier weiter nach oben durchstarten wollen. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Sehr, sehr schön zu sehen. Wenn wir uns jetzt mal diesen Chart hier anschauen, dann wäre das nächste größere Anlevel, Anlauflevel äh, so rum, ähm, ganz klar hier oben der Bereich um die Marke von 74. Das heißt hier oben drüber, ähm, wenn es hier über das Tageshoch drüber geht. Schaut mal. Da oben ist der nächste Anlaufpunkt. Eine Sache, die es hier noch ein bisschen zu beachten gibt, ist das Thema dieses Drehlevels hier. Also hier unten diese Marke, um die, naja, ich sag mal ganz grob. 0,72. Das ist ein Anlaufpunkt, der könnte durchaus auch als Widerstand gelten, weil hier ist der Markt rumgedreht. Da ist es dann dazu gekommen, dass sich hier entsprechend der Abwärtstrend gebildet hat, der dann hier unten rausgekommen ist. Das sehen wir ja. Das muss man hier auf der Uhr haben, aber auch bis dahin ist ja noch ein bisschen Platz. Wichtig ist hier unten, schaut euch mal an, was da passiert ist. Der Fokus mal unten rein hier auf das Wochentief. Hier. Das ist das Wochentief vor zwei Wochen gewesen. Das ist das Wochentief letzte Woche. Da hat sich ein schöner Boden gebildet. Das heißt, die Marke von 070 ist hier ein sehr, sehr schönes Support-Level äh, gerade gewesen. Ähm, und da sehen wir sozusagen hier, was da passiert. Und da ist halt auch der Trend, der hier aufläuft, wo wir schön nach oben durchlaufen. Ein Schub oben drüber, das wäre wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und wir sehen es halt, wie schon gesagt, im DAX nächstes an, äh, im DAX, sage ich schon, im Tageschart, nächstes Anlauflevel mal hier oben. Ganz grob die Marke von 072 in etwa. Das ist interessant, wenn es hier drauf geht. support -Level haben wir da, sehr, sehr schön. Also der Aufwärtstrend ist intakt. Fortsetzung oben drüber, wenn wir da sozusagen über das Trendhoch hier drüber laufen. Das haben wir ja am Freitag mal kurz angelupft, aber es sieht so aus als wenn wir hier schön oben drüber durchlaufen wollen. Ne? Also Währungspaar, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, sehr, sehr interessant in der Verordnung für die Oberseite. Sollte es übrigens nicht zum Schub nach oben kommen. Wichtig tatsächlich hier das kleine Zwischentief, was wir da haben, denn wenn wir es mal einfach mal anschauen wollen, der Aufwärtstrend hier, der sich hier schön entwickelt hat, im Kleinen, also das, was ich hier nach oben entwickelt hat, was jetzt so schön dynamisch mit hochläuft, hat natürlich auch ein paar trendige Formationen. wenn wir jetzt hier kurz randupfen und dann da drunter fallen sollten, dann wäre es zumindest erstmal hier eher korrektive Phase angesagt. Und dann, wie schon gesagt, der nächste Anlaufpunkt wäre mal hier das grün markierte Anlauflevel um die 0,69400. Das wäre mal der erste Supportbereich auf der. Chart unterseite hier der Blick sozusagen in den Trend des Tages. So, und damit gehen wir dann zu den Indizes. Das passt. Ja, ich sehe auch Zoom ist okay. Danke für die Rückmeldung. Ja, gut, gehen wir rein in die Indizes. Wir starten mal durch hier zuerst mit dem Nasdaq an dieser Stelle, den US-Indizes sozusagen, den großen technologischen Index, und der sieht momentan ja im Korrekturmodus aus. Ja, wir sehen es hier unten. An dieser Stelle der Blick in den Tageschart. Ich mache den mal ganz kurz etwas kleiner. Das lange, lange Aufwärtsbild ist da. Die schwankende Phase, da sind wir auch mittlerweile ähm, durch. Aber wir sehen, es gibt immer wieder Situationen, dass der Markt doch etwas unruhiger reagiert. Wir hatten ja die Aufwärtsphasen auch da ähm, und wir sehen es halt hier immer dann, wenn es ein Allzeithoch gibt, dann wird der Markt etwas unruhiger. Das haben wir hier gesehen, als wir oben ran gelaufen sind. Hier haben wir jetzt schön die Dynamik nach oben gesehen. Wir standen hier im Allzeithoch und dann gab es hier den starken, starken Kurssturz nach unten quasi äh, in der vergangenen Woche am Mittwoch. Und hier stellt sich jetzt natürlich die Frage: Wie geht es denn jetzt weiter? Das heißt, man kann das Ganze ja planen, denn wenn man sich mal diesen Aufwärtstrend betrachtet, der jetzt hier auch da ist, dann ist ja von der Seite her zumindest aus rein technischer Natur ähm, gesehen alles in Ordnung. Es läuft nach oben. Wir haben nur eine korrektive Phase. Die Frage ist jetzt allerdings nur, läuft die korrektive Phase jetzt einfach wieder hoch und wir gehen oben rauf Richtung Allzeithoch oder fallen wir doch unten drunter? Und da wird es jetzt wirklich sehr interessant hinzuschauen, was genau in diesem Punkt hier passiert. Wartet einen kleinen Augenblick, ich zeichne es mal kurz ein, wie die aktuelle Situation jetzt ist. Das heißt, das was wir hier auf dieser Basis jetzt haben, das ist ja die korrektive Phase. Momentan schwingen wir so ein bisschen hier äh, in dieser Kerze von letzter Woche Donnerstag hin und her. Wir sehen unten auch die Marke um die 12220, 12230, dieses Support Level hier, dieses kleine, wo wir immer wieder die Drehmarken gesehen haben hier, hat man das gesehen, das hat hier drüben immer mal auch eine Rolle gespielt. Da kommen momentan immer noch die Käufer rein, aber wir müssen halt ein bisschen auf der Hut sein, denn Wichtig ist, was hier im Kleinen passiert. Das heißt, die Ober- und die Unterseite dieser Kerze, die sind jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, denn sollten wir tatsächlich nicht oben drüber laufen hier, also über das Hoch dieser, dieser Kerze, das liegt bei 12.450 Punkten, ähm, dieses Hoch ist halt sehr, sehr wichtig, denn wenn wir darüber steigen. Haben wir gute Chancen, dass sich die Aufwärtsdynamik fortsetzt? Ja, das ist das erste Mal da. Sollten wir allerdings abprallen, dann müssen wir die Unterseite beleuchten. Und dann wird es halt interessant, was hier unten unter diesem Zwischentief bei um das Level von 12.220 Punkten passiert. Heißt also, geht es oben drüber, haben wir Chancen Richtung Allzeit hochzulaufen. Fallen wir allerdings drunter, dann wird es schwierig. Und deswegen jetzt der Blick hier in die Stunde. Hinein und in der Stunde können wir schon sehr, sehr schön sehen, was hier passiert ist. Denn wir sehen ganz klar logischerweise diese Aufwärtsdynamik, die wir hier jetzt haben, also schön hoch, hoch die steigenden Hochs, die steigenden Tiefs, das ist mal definitiv rausgenommen. Wir sehen auch hier, da haben wir abwärtstrendige Phasen, dann haben wir korrektive Phasen, wir haben Phasen, wo es volatil hin und her geht und dann ging es wieder deutlich nach unten. Also wir sehen jetzt hier einen Markt, der relativ große Unentschlossenheit gibt. So, und jetzt schauen wir einfach mal drauf für die reine klassische Planung, äh, was wir hier sozusagen jetzt brauchen. Das heißt, welche Informationen sollte uns der Markt geben, dass wir weiterlaufen können? Denn wenn wir uns den Markt anschauen, wir sehen es mal hier. Hier oben hat sozusagen im ganz ganz kleinen angefangen und dann kam der große Rutsch nach unten. So hier gab es hin und her geplänkel, aber hier der Schub unten durch, beziehungsweise ähm, hier kann man auch diesen kleinen Zwischenhoch noch reinnehmen. Hier an dieser Stelle sozusagen jetzt von hier oben hier ran, sozusagen dann noch mal hier hoch und dann hier unten durch. Das also sozusagen nehmen das Level, was wir hier haben, ist das wichtige Zwischenwiderstandslevel. Da ist der Markt drüber gelaufen, jetzt läuft er wieder runter. Dann hier hin und jetzt kommt es wirklich darauf an, was passiert. Also schafft der Markt das Bild, haben wir gute Karten, in die Oberseite reinzulaufen. Erstes Anlauflevel aus klassischer charttechnischer Sicht wäre mal dieser Bruchbereich hier oben. Also wenn wir das mal so haben, die Marke von 1520 bis 1550 oben rein, so in diesem, in diesem Drehlevel rum, wären das mal Zielanlaufmarker, die wir hier durchaus auf der Uhr haben könnten. Das heißt, das wäre dann tatsächlich hier. Dieser Bereich, den wir hier haben, dieser Schwungbereich, das wäre das erste Anlauflevel und danach natürlich oben rein zu gehen auf die höheren Level, das heißt hier oben drauf Richtung 12.673 äh, Zählern, hier der kleine Schwungbereich bei äh, 12.650, beziehungsweise hier unten, dann ich schon gesagt, das, was wir hier haben, ungefähr, ich mache es mal rund, hier knapp 12.550. Der Schwungbereich hier, da sehen wir auch, das ist nichts, was man auf einem Punkt festnageln kann. Hier drüben haben wir halt die Hin- und Herschwünge gehabt. Das sind wichtige Faktoren. Und das ist das, worauf es jetzt tatsächlich drauf ankommt. Denn wir sehen auch hier im Kleinen etwas an Unsicherheit. Denn schaut euch mal an, dieser Bereich hier oben im Untergeordneten. Hier sind wir rangelaufen, abgeprallt. Jetzt sind wir rangelaufen, runtergegangen. Und jetzt kommt es halt drauf an. Schafft der Markt tatsächlich den Schub oben drüber? Haben wir Chancen reinzulaufen? Und dann haben wir halt auch die Situation dass wir hier die erste initiale Aufwärtsbewegung gehabt haben, also hier ging es nach oben. An dieser Stelle hier unten haben wir ein höheres Zwischentief gemacht und sollte wie schon gesagt das nach oben passieren, hätten wir erst einmal zunächst wieder in der kleineren Zeitheit einen Trend nach oben und mit Blick auf den Tageschart wäre es dann natürlich der Weg, der dann erst einmal wieder Richtung des Allzeithochs läuft. Ansonsten, ansonsten müssen wir das Chartbild mal hier ein bisschen kleiner machen. Sollten wir hier oben tatsächlich ab prallen ja sozusagen dann wird es interessant was auf der Chartunterseite unterseite passiert und da ähm, ja kommen halt dann andere Marken mit rein das heißt an dieser Stelle wären dann hier die Level die wir auf der Unterseite sehen interessant und zwar einmal hier unten dieses Zwischentief um die 12.220 das hatte ich ja schon genannt es ähm, das heißt hier an dieser Stelle wenn es hier drunter läuft dann Richtung dem Tief hier unten. Und dann, wenn das auch nicht halten sollte, dann müssen wir uns auf der größeren Zeiteinheit, also dem Tag, orientieren. Und da sehen wir halt an dieser Stelle hier auch schon zwei sehr, sehr schöne Punkte, wo der Markt rangelaufen ist und wieder nach oben umgedreht hat. Das heißt, hier haben wir ein Support-Level um die 12.100 Punkte-Marke. Und das wäre dann durchaus ein interessanter Anlaufpunkt für die Unterseite. Sollte es unten drunter durchgehen. Das muss man aber erst sehen, was hier passiert, möglicherweise. Kommt der Markt in der Woche auch positiv rein nach den starken Abgaben von unten? Wundern würde es nicht. Für diejenigen, die den Markt ganz eng, also im Daytrading äh, betreuen wollen, schauen wir hier jetzt ganz einfach nochmal in die, in die kleinere Zeiteinheit rein. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier in den 5-Minuten-Chart. Das, was ich hier eingezeichnet habe, die rote Linie, war mal der Aufwärtsschub, den wir gehabt haben. Und hier kommt jetzt halt auch der Blick unten rein. Deswegen gehen wir mal kurz in die fünf Minuten. Sollten wir tatsächlich äh, irgendwo jetzt hier einen Abpraller bekommen und der Markt nach unten durchlaufen sozusagen und es auch hier zu einem Gap Close kommen sollte, dann sehen wir auf der Unterseite schon ein paar Anlaufpunkte, die wir haben. Nämlich, das sind hier mal so die Zwischentiefs, äh, die wir hier haben, beziehungsweise hier sehen wir mal dieses Umschwung-Level, also diese Marke, wo wir hier sagen wir über wichtige Level drüber gelaufen sind, die Marke. Hier ungefähr 12.350 Punkte und wie schon gesagt, wenn das nicht hält, dann sind die kurzfristigen Orientierungen hier an den kleinen Zwischentiefs zu suchen und das wären mal die nächsten Marker hier unten ungefähr die 12.340 bzw. hier unten die 12.200, äh, die 12.330 Punkte Marke und dann ist der Weg nach unten hin schon ein ganzes Stückchen tief gelaufen, also deutlich weiter runter, dann wird nämlich der Weg nach unten auch weiter hier knapp 12.280 Punkte. Und dann hier das Tief, was wir hier unten gehabt haben, knapp um die Marke von äh, 12.235 Zählern. Also hier unten an diesem kleinen Zwischentief, was wir da haben. Das wäre mal die Planung für unten raus. Momentan, wie schon gesagt, strebt der Markt nach oben. Also da sieht es eher aus, als wenn er oben antesten möchte. Aber wir wissen es ja jetzt an dieser Stelle. Wir haben, wenn der Markt einbricht, schöne Auffanglevel auf der Unterseite. Ansonsten, wenn es tatsächlich hoch geht, setzt sich halt diese Aufwärtsdynamik hier nach oben hinfort Und da haben wir dann halt auch genau das, was wir hier brauchen. Das heißt, hier hatten wir die initiale Aufwärtsbewegung aus dieser Phase heraus. Und wenn wir das tatsächlich schaffen, äh, nach oben fortzuschreiten, dann sehen wir auch in den fünf Minuten sehr, sehr schön, was wir gerade in der Stunde gesehen haben. Das wäre dann tatsächlich hier das Thema der Aufwärtstrendbildung. Und dann geht es hier nach oben los. Und das ist dann der Punkt, wo wir uns wirklich sehr, sehr schön in der Stunde auch sozusagen orientieren können. Und da haben wir die höheren Anlauf der Bewegung gesagt, hier. Oben. Die Schwungzone im NASDAQ ist da durchaus interessant. Das zum NASDAQ. Danach gehen wir jetzt gleich mal in den DAX rein und ich habe schon gesehen, eine Wunschfrage oder ein Wunschmarkt ist auch da und zwar der Blick in Gold. Wir schauen jetzt allerdings zunächst mal in den DAX und wer sich jetzt den DAX hier anschaut und den Blog von gestern gelesen hat, das Research am Sonntag der wird jetzt genau sehen dass der markt aktuell mal definitiv hier das long szenario spielt was ich dort besprochen hatte das heißt wir gehen hier tatsächlich deutlich oben raus hier schautbar hier über diese wichtige marke hier mit oben drüber über die 13.200 sind wir deutlich drüber gelaufen aber wir fangen jetzt erst einmal an von oben nach unten zu kehren das heißt der nächste oder der erste blick den wir hier erstmal haben ist der blick in den tageschart hinein ich nehme mal ganz kurz die level raus die wir hier quasi jetzt aktuell noch nicht brauchen. Das heißt, all das, was ich hier magentafarben eingezeichnet habe, ist jetzt hier noch nicht so relevant. Ähm, was an dieser Stelle wichtig ist, ist halt einfach zu sehen, was hier letzte Woche passiert ist. Der deutliche Abschub hier oben. Wir haben äh, diesen Bereich am Allzeithoch getestet, haben hier direkt den Abverkauf reinbekommen und sind dann deutlich nach unten durchgelaufen. Das ist mal das Bild, was wir hier sehen. Aber hier an dieser Stelle ist es halt so, das Positive an dieser Sache, hier der Aufwärtstrend, der ist weiterhin intakt, also zumindest der größere Aufwärtstrend. Ne? Der kleine hier, dieser hier an dieser Stelle, der ist natürlich jetzt erst einmal gebrochen. Wir sind hier unter wichtige Tiefs drunter gelaufen, aber. Wir haben noch keine Bestätigung. Das schauen wir uns gleich an. Wir müssen halt einfach mal schauen, was jetzt auf uns auf der Unterseite noch warten kann. Das heißt, sollte es hier weiter ein bisschen ungemütlich werden, ähm, dann sehen wir halt als Anlauflevel hier unten mal dieses kleine Zwischen-Support-Level äh, hier, was wir haben im Bereich um die 13.035 Punkte Marke. Ähm, das hat beim letzten Test gehalten. Da ist der Markt schön dynamisch nach oben gelaufen. Also das ist wirklich alles eine sehr, sehr gute Phase. Ähm, und äh, die Verortung, wo wir jetzt sind, sind auch mit äh, der Korrektur über diesen Verkaufspreis hier über diesen Verkaufsbereich bei 13170 Punkten das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Marke. Und das zu behaupten, ist ein sehr positives Zeichen. Ne? Und da ist jetzt der Punkt gekommen, an dem wir jetzt mal wieder in die kleinere Zeiteinheit reingehen. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir schauen, was passiert jetzt zum einen hier in diesem ähm, Level, in diesem Drehlevel hier, die, die 13.250 Punkte. Da sehen wir, das ist doch ein deutliches Drehlevel an dieser Stelle gewesen. Und an diesem Drehlevel muss sich der Markt halt irgendwo erst einmal entscheiden, ob er drüber geht oder drunter. Und das werden wir sehen. Wenn wir jetzt mal in die Stunde reingehen, da sehen wir nämlich, wie sich die ganze Trendgeschichte hier entsprechend verhält. Was wir hier schon sehr, sehr schön sehen, ist, dass wir momentan einen aufwärtstrendenden Markt nach oben haben. Also das Zeichen ist definitiv erst einmal da. Was wir auch sehen, wichtigerweise, ist, dass wir hier diesen Bereich um die 13.210 Punkte mittlerweile mit dieser starken Dynamik überschritten haben. Hier sind wir ja am Freitag auch reingelaufen, wo dann der starke Abverkauf auch sozusagen... Wieder eingesetzt hat, dann ging es deutlich jetzt nach oben in der ersten schönen, also das ist jetzt der Stundenchart hier in der aktuellen Stundenkerze. Schön oben drüber rausgelaufen. Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen mit Bezug auf diesen Aufwärtstrend, den wir hier an dieser Stelle haben. Ist das einfach das Long-Signal für das kurzfristige Geschehen? Aber, und an dieser Stelle sage ich ganz klar: Aber eine Sache dürfen wir definitiv aus charttechnischer Sicht zumindest äh, mal nicht aus den Augen verlieren. Und das ist das, was wir hier drüben sehen, äh, dass wir durchaus hier die Aufwärtsdynamik erstmal als korrektive Phase haben. Denn wenn wir das mal im großen Bereich sehen wollen, schaut euch das mal an. Wir haben hier im übergeordneten Bereich noch den, Aufwärts, äh, den Abwärtstrend am Laufen. Wir haben hier eine sehr, sehr hohe Dynamik gehabt. Deswegen hier der starke Schub nach unten. Der Gegentrend ist erstmal ein sehr, sehr positives Zeichen. Jetzt wird es halt wirklich wichtig, wo wir uns orientieren können. Denn wenn wir uns das mal anschauen wollen, wir haben natürlich aktuell auch noch einige Level ähm, vor der Nase, wo wir sagen, okay, da müssen wir mal hinschauen. Denn bevor wir uns tatsächlich an diesen Zwischenhochs hier, an diesen Verkaufsbereichen bei 13.315 Punkten, hier bei 13.360 Punkten, beziehungsweise hier bei 13.415 Punkten hier oben, bevor wir uns daran orientieren können, müssen wir erst einmal noch einen Bereich rausnehmen, nämlich hier. Dieses Drehlevel um die Marke von knapp 13.265 Punkten. Da müssen wir erstmal drüber. Das wäre sehr, sehr wichtig, weil wir haben es gesehen, dieser Bereich war relevant. Hier hat es ganz, ganz lange gehalten, bis wir drunter gegangen sind. Und dann war das plötzlich ein massives Verkaufslevel. Und wenn wir da von abprallen, dann ist das eher ein Zeichen, dass wir erst einmal aus einer tief gelaufenen Korrektur wieder nach unten rumdrehen. Das heißt, hier da oben liegt das Zwischenhoch. Und das ist alles nur quasi Bewegungsarm und all das, was wir hier dazwischen sehen, ist die Korrektur im Bewegungsarm, bis wir hier oben drüber rausgelaufen sind. Wenn das Level rausgenommen wird, die 13.315, dann haben wir wirklich gute Chancen, ein Stück weit höher zu laufen und uns dann wieder oben an diesem roten Balken hier, also an der Nähe des Allzeithochs in diesem Sinne wieder zu orientieren. Das wird sich zeigen, wo es losgeht. Das, was wir hier jetzt gesehen haben, ist auch alles noch im vorbörslichen Handel sozusagen. Da muss man schauen, was los ist. Die kurzfristig agierenden Trader, die schauen gerne auch mal hier auch wieder in den 5-Minuten-Chart rein. Da sehen wir es nämlich auch an dieser Stelle, wie das Verhalten ist. Und ähm, dass wir hier zunächst zumindest erstmal diesen ganz, ganz kleinen Abwärtstrend rausgenommen haben, das ist natürlich ein positives Zeichen, ne? wenn wir das mal so sehen wollen hier. Ich skizziere es mal kurz an hier. Bewegung nach unten. Korrektur nach oben, Bewegung nach unten, Korrektur, Bewegung. Und jetzt sind wir halt sozusagen, das sieht man in den 5 Minuten auch sehr, sehr schön, zunächst erstmal wirklich hier schön nach oben durchgelaufen, haben einen Aufwärtstrend etabliert, der jetzt schön nach oben läuft. Und wir sehen es halt hier im 5-Minuten-Chart auch, das, was wir hier gehabt haben, dieser Bereich hier oben, 13.200 um die 65, der ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir daran abprallen, Zeigt das eher an, okay, möglicherweise erstmal nach unten. Ja, und da wird es halt dann wichtig, was passiert hier unten am Auffanglevel um die 13.162 bis 70 hier oben, in, äh, unten in diesem Drehbereich, was jetzt hier noch magenta ist, äh, beziehungsweise in diesem leichten Rosaton. Ähm, das ist dann wichtig. Fallen wir da drunter durch, dann haben wir die Orientierungspunkte auch hier eher auf der Unterseite mit liegen. Das heißt, da kommt es dann hin, wenn wir es kurz nach unten haben hier. Schaut mal, die Marke 13.100, was ist da unten, 42, 43 in etwa und dann hier die kleinen Schwunglevel, die wir hier haben, 13.117 und dann hier unten schon die 13.067 Punkte Marke. Das ist das Kleine, was wir hier sehen. Also, wenn wir uns das mal anschauen wollen hier an dieser Stelle, das was wir hier jetzt sehen, ich mache es gleich mal noch äh, mit den Entry Bar mit rein, schaut mal hier. Das ist jetzt alles Korrektur von diesem kleinen Stückchen, 5 Minuten arm. Wenn wir hier unten dann wieder rumdrehen, wäre das Fortsetzung. Dann haben wir tatsächlich Chancen, diese Level oben rauszunehmen und oben anzulaufen. Prallen wir ab, das wäre dann erstmal das erste Schwächezeichen. Und das werden wir dann auch in ein paar Minuten sehen, wenn der Handel im DAX dann entsprechend mit losgeht. Und wir schauen jetzt noch auf den Wunschmarkt hier an dieser Stelle. Ähm, ja, und dahin äh, muss ich sagen, Gold kommt los. Das heißt... Gold ist da äh, und Gold schauen wir uns jetzt mal an. Hier mit Blick auf die Tagesbasis. Wir hatten ja äh, den Gold-Chart schon mal miteinander besprochen, äh, auch so ein bisschen mit dem Blick einer möglichen, ähm, sag ich mal ähm, positiven Phase Dezember-Januar rein, also über den Jahreswechsel ist ja nicht äh, selten der Fall, dass wir hier tatsächlich nach oben laufen der Goldpreis oder der Goldmarkt an sich hier an dieser Stelle. Ich zoome mal kurz hier ein bisschen kleiner ran, damit man mal sieht, was ich meine. Und das, was ich hier sagen möchte, ist einfach ähm, der Punkt, wo wir hier rumgedreht sind. Also schaut mal hier, die 1755 ähm, Dollar Marke war ja ein, oder ist ein großes Kauflevel und hier ist der Markt in einem intakten Abwärtstrend nach unten gelaufen. Äh, und dieser Abwärtstrend ist übrigens auch immer noch intakt. Ja? Also da brauchen wir nicht großartig rumzureden hier an dieser Stelle, wenn man sich das große Bild anschaut hier. Erste Abwärtsbewegung, Korrektur, Trendbildung, Korrektur, Fortsetzung des Trends, korrektive Phase. Das heißt, wir sind jetzt hier nur in einer korrektiven Phase. Wir haben das als aktives Trading nach oben hin schon mit genutzt. Ja? Ähm, jetzt kommt es halt darauf an, was passiert. Denn wenn wir tatsächlich diesen Bereich hier unten rausnehmen, also das, wo wir hier so diese Spikes unten drin gesehen haben, ganz grob das Level um die äh, 1825 US-Dollar-Marke, äh, wenn wir da abfallen, unten drunter abfallen sollten, dann wäre das natürlich äh, ganz klar hier an dieser Stelle ein kleiner Abwärtstrend, der dann wieder nach unten läuft und dann müssen wir uns tatsächlich damit auseinandersetzen, dass wir hier in diesem intakten Abwärtstrend eine Umkehrformation bekommen haben, äh, die der Markt dann weiter nach unten spielt. Das ist sozusagen das Abwärtstrend gerichtete szenario aber wir haben natürlich auch die chance dass sich was positives entwickelt und dann sieht das ganze entsprechend so aus der aufwärtstrend das ist das was kommen kann das sind die wahrscheinlichkeiten die wir haben aber soweit ist es ja noch nicht und wir, das weiß, ja, wir wissen ja hier an dieser stelle wir schauen immer in die märkte rein und suchen opportunitäten und da auch wieder der aktuelle Punkt, den wir hier haben, ist, was passiert hier unten an diesem kleinen Zwischentief an dieser Stelle. Das ist jetzt wichtig und wenn wir uns das mal hier sozusagen im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, dann sehen wir halt ganz klar hier. Das ist schön, der Aufwärtstrend, der hier entsprechend am Laufen ist, der kleinere sozusagen, also das, was wir hier sehen. Und wir haben halt unten dann dieses Support-Level da. Und dieses Support-Level, was wir hier haben, das muss halten. Wenn es nicht hält, dann haben wir nämlich ganz klar den Trend nach unten. Das heißt hier, das ist momentan alles noch Korrektur. Aber wir sehen es halt in den vier Stunden, dann sollten wir tatsächlich hier unten drunter fallen, dann. Ja, wird entsprechend dieser Boden auch aufgelöst, diese 1825 US-Dollar, dann ist der Weg nach unten wieder frei. Und das wäre dann ganz klassisch das Umkehrsignal zur Unterseite hin. Das wäre dann eine SKS-Formation, die sich hier hat. Ich halte das Ganze auf dem Blick auch mit drauf. Das heißt, vielleicht schauen wir hier morgen, wenn wir tatsächlich hier ein Umkehrsignal bekommen, das Ganze nochmal im Fokus an als Hauptthema. Das muss ich ein bisschen mal beobachten, was hier heute tagsüber tatsächlich tatsächlich auch passiert die Woche geht ja hier erst los. Aber für die kurzfristigen Trader, wir haben halt jetzt zwei interessante Level. Zum einen hier oben das Zwischenhoch bei 1850 und dann, ich sag mal im ganz, ganz kleinen, dieser Drehpunkt hier um die 1832 Dollar. Wenn wir da drunter rutschen sollten, dann können wir jetzt mal hier kurz in den 5-Minuten-Chart mit reinschauen. Ähm, da haben wir nach unten natürlich ein paar Anlaufpunkte. Also das heißt, wenn sich diese Abwärtsdynamik hier nach unten hin fortsetzt, wäre mal der nächste Anlaufpunkt hier. Schaut mal hier, kleine Zwischentiefs haben wir da. Das Level um die 1830. Und dann ist erstmal wirklich schön Luft bis zur Unterseite rein. Hier unten das Spike-Low haben wir gehabt bei äh, 1824 in etwa. Da ist Luft, da kann viel kommen. Kurzer dynamischer Schub, das bleibt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Hier in Gold, also kurzfristig doch deutlich angeschlagen, wenn man das Ganze mal so sieht. Aber wir wissen es halt selbst. Ähm, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, wo es hingeht im Kurzfrist-Trading. Wir haben nämlich auch ein paar Sachen auf der Oberseite. Wenn wir uns nur mal diesen Chartverlauf hier anschauen, was wir hier nach unten sehen, ähm, und wenn wir einen Abprall von hier bekommen sollten, also das heißt, wenn wir dann sozusagen hier über dieses kleine Zwischenhoch drüber laufen, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen an dass man sehen kann, schaut mal, wir sind halt hier sozusagen in diesem Level und wenn wir hier über dieses kleine Zwischenhoch wieder mit rüber gehen, äh, dann haben wir halt auch gute Chancen, die Oberseite ein bisschen mit anzulaufen ne? und das wäre dann tatsächlich dieses Bild, dann hätten wir über 1834 Dollar eine Aufwärtssequenz mit äh, eingeläutet sozusagen. Und dann haben wir schöne Orientierungspunkte. Ne? Also im Kleinen natürlich, für die, die es am kleinsten haben, der, der kurzfristige Trade-Verlauf oder Trendverlauf hier, der Abwärtsschub ist natürlich erstmal da. Da haben wir hier ein paar Anlaufmarker, die liegen hier in dem Rahmen zwischen 1835 und 37. dann haben wir schöne Zwischenhochs hier liegen. Und wenn man das Ganze dann ins größere Bild mal bringen möchte. Hier das wichtige Level um die 1838. Wenn dieses Level rausgenommen wird aus dem Markt, sozusagen dieses hier, was hier oben das kleinere Widerstandslevel ist, dann ebnet sich der Weg auch nach oben hin und dann können wir mal uns nach oben ein bisschen orientieren, hier oben rein in den Bereich um die 1840 US-Dollar. Also es gibt hier an dieser Drehstelle Chancen in beide Richtungen. Ich beobachte das mal tagsüber. Und wenn es hier interessant wird, gibt es das Ganze morgen auch ganz, ganz offiziell für alle auch zum Nachlesen im Blog mit Feinjustierungsdetails für immer zum Anschauen. Das zum Gold. So, gut. Haben wir noch weitere Fragen? Nö, haben wir nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich für heute. Ähm, danke für das Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder äh, und ich bin gespannt, was der DAX hier macht an dieser Stelle, wo er weiterhin läuft, ob er sich jetzt wirklich nach oben aufmacht oder ob wir erstmal eine Abwärtsdynamik wieder bekommen. Das bleibt sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant aus charttechnischer Sicht. An dieser Stelle danke und wie schon gesagt, erfolgreiche Trading bis morgen. Ich freue mich drauf. Live um 8.30 Uhr an gleicher Stelle. Bye bye und jo, ich sag mal, tschüss, pas bah mir eine Ehre.